Ich werde mir als nächstes mal eine bessere Angel kaufen. Oh, was ist das? Ein Frosch? Ein Frosch? Okay. Nein, ich will doch nicht. Nein. Blub. Ein Frosch? Okay. Zerstören. Ein Frosch. Na gut, dann müssen wir uns den Frosch erstmal auf Halde legen. Das ist ein Frosch. Okay. Nehmen wir uns einen Frosch. Küss ihn. Nee, das funktioniert nur bei Frauen. Das geht nicht für Männer. Nein. So, ich würde einmal ganz gerne, obwohl es wird schon fast wieder dunkel. Nee, durch? Nee, natürlich nicht. Schaffen wir es vielleicht noch? Wie viel Kohle haben wir noch? 6,63. Könnten wir vielleicht uns noch eine Angel leisten und vielleicht schaffen wir es vielleicht noch zum Leuchtturm. Ich werde es mal so versuchen. Ich werde gar nicht durch den Tunnel gehen. Ah, es wird schwierig. Mal gucken. Haben wir überhaupt Platz? Ja, sollten wir eigentlich haben. Sollte eigentlich reichen. Weil ich glaube, da hatte nämlich auch nicht nur eine Angel, sondern ich glaube, da hatte auch Köder da. Ich meine, da hatte auch Köder. Vielleicht ist es ja eine verwunschene Prinzessin. Nee, 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 nee. Das kann nur ein Prinz sein. Nein, nein. Mm-mm. Da ich mit dem Prinzen hier nichts anfangen kann. Ich könnte ihn allerdings als Sklaven verkaufen. Oder ich schnibbel ihn auseinander. Wie die anderen Leichen. Hm. Ja, wieder ein Schädel und ein bisschen Haut mehr. Jo. Könnte man sich nochmal überlegen. Ah, ich glaube. Ich glaube, der ist weg. W-I-C-H. Da wollen wir hin. Da sind wir sicherlich zu spät. Aber wenn wir schon mal hier sind, gucken wir trotzdem mal. Ach, was, wo laufe ich denn hin, sag mal? Ja, ist natürlich nicht mehr da, ist klar. Ich hab es befürchtet. Aber das ist doch sicherlich noch hier drin. Hallo? Hallo? Arschloch. Ja, was machen wir mit dem Frosch? Was machen wir mit dem Frosch? Kann man doch sicherlich auch noch verarbeiten. Weil ich hatte jetzt auch bei dem, beim Kochen, beim Kochtisch hatte ich auch nichts gesehen, Froschmäßiges. Frosch, küss mich, ich bin ein verwunschener Prinz. Prinzessin, nö, ich habe lieber einen sprechenden Frosch, weißt du? Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ach, Motten, wollen wir Motten sammeln? Aber wir haben ja noch ein paar Maden, wir haben noch ein paar Schmetterlinge, ich glaube. Wir könnten höchstens, aber im... Ach nee, wir sollten, er will ja hier um silberne Fische haben, ne? Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Also so pennen gehen gleich. Müssen wir so einen kommenden Tag nochmal losziehen. Oh Mann, steh mir doch nicht im Weg rum. Wenn du verschiedene Fische fängst, kommen Rezepte dazu. Okay. Naja gut, wir haben ja schon verschiedene Fische haben wir ja schon gefangen. Aber ich muss halt sehen, dass ich Fische fange, die so ein bisschen qualitativ hochwertiger sind. Und ich behaupte mal, dass ich die nur dann fangen kann, wenn ich eine neue Angel habe. Mutmaß ich jetzt mal eiskalt. Warte mal, ich versuche mal eine Kleinigkeit nachgucken. Was ich fragen wollte, wie komme ich an Frösche? Im Sumpf finde ich keine, doch. Nein, nein, nein. Guck, ich habe hier einen Frosch. Da. El Froscho. Und El Froscho habe ich im Sumpf gefangen, definitiv. Wart ihr dabei? Ihr wart dabei.
Es kann vielleicht sein, dass es vielleicht an den... Entweder ist es Zufall, ich denke mal, es wird eher Zufall sein, random. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich Schmetterlinge genommen habe als... als Köder. Ich weiß es allerdings nicht. Ich weiß nicht, wie hoch da die Prozentchance ist. Keine Ahnung. Nur welche zum Kaufen bei der Hexe? Spur mal ein paar Minuten zurück. Nö! Könnt ihr ja eher als ich. Es kommt auf die Angel und Köder und Tageszeit. Ja, das kann sein, ja. So, wir können euch gleich mal nochmal zum Leuchtturm latschen. Wie hast du den gefangen? Du, ganz simpel. Ich habe so eine Standardangel. Ich habe diese Angel vom von diesem Leuchtturmkerl. Da habe ich diese Standardangel hier, diese einfache Angel habe ich gehabt. Und ich meine, ich hatte einen Schmetterling als Köder. Und habe nachts gefischt. Und dann habe ich eben dann den Frosch bekommen. So. So, gehe ich nochmal rüber, obwohl wir gehen diesmal tatsächlich den kurzen Weg. Ach so, man muss die angeln. Ja, man muss die angeln. Genau. Man kriegt es halt statt einen Fisch, kriegst du dann halt eine Kröte. Ein Frosch. Mit der ersten Angel Schmetterling sollte reichen für 100%. Musst nur sehen, ob es vorne in der Mitte oder hinten ist. Ja. Also ich habe es jetzt ja nun auch nicht gewusst. Ich habe es einfach nur. Ich wusste auch nicht mal, dass man da Frösche angeln kann. Aber ja gut, wir haben jetzt einen Frosch. Ja, siehst du, also wunderbar. Vielleicht können wir ein paar Schmetterlinge noch sammeln, dass wir ein paar auf Halde haben. Ich hole jetzt erstmal eine bessere Angel. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ach, ich vergesse immer nach unten zu laufen. Ich vergesse das immer. So. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. So. Ich glaube, ihm kann ich sogar auch Fisch verkaufen, meine ich. Handeln. Mal gucken, was er haben will. Na, Frosch kriegst nichts. Filet will er nicht haben. Okay. Einfache Angel haben wir schon. Ja, guck mal, das ist nämlich Stahlköder. Stahlköder. Blaues Fischfilet, genau. Und dann brauchen wir nämlich das silberne Fischfilet, brauchen wir dafür. Und eine geile Angel brauchen wir. Wollen wir uns gleich die Fünfer kaufen? Werkzeugeffizienz 100. Ja, wenn du mehr Hühner als Köder nimmst, beißen dann Haie. Ja, wahrscheinlich wird das so sein. Jede Angel verzieht die Fangraten und Köder sind wichtig. Ja, dann ist natürlich die Frage, würde es dann Sinn machen, eher eine gute Angel zu kaufen und noch einen Köder dazu? Oder würde es Sinn machen, wenn wir uns gleich eine exzellente Angel kaufen? Naja gut, Juwelenköder können wir uns sowieso momentan nicht leisten mit 5 Silber. Also da bräuchten wir insgesamt 10 Silber, haben wir ja nicht. Aber das kann man sich ja erkaufen oder beziehungsweise erarbeiten, das ist ja nicht das Problem. Also würde es Sinn machen, eher eine gute Angel und dann noch einen Stahlköder dazu? Oder, Stahlköder, Stahlköder, Stahlköder. Oder gleich eine exzellente Angel, dann aber mit einem Standardköder. Was sollte ich tun? Weil ich meine, hier, guck mal, hier kriege ich ein gutes Fischfilet, also so ein Silberfischfilet kriege ich mit der Angel anscheinend. Das wird vielleicht schon Sinn machen. Und hier kriege ich dann schon goldene Fische. Na, Karpfen. Karpfen, Lachs, Stör und Steinkarpfen, Gold. Und hier kriege ich also so die silbernen Fische raus. Guck mal, hier kriegst du auch Fische. Kannst aber nicht kaufen. Frösche meine ich. Je nachdem, was man angeln will, muss man sehen, was man... Ach so. Okay, also ich muss dann also tatsächlich... Ich muss dann also tatsächlich sagen, so, ich will jetzt Frösche angeln, also nehme ich denn die einfache Angel.
Wenn ich silberne Fische angeln will, dann mich halt den Krempel. Und wenn ich goldene Sachen haben will, dann muss ich den Kram nutzen. Also ich hätte sonst gedacht, man kauft sich einfach jetzt die exzellente Angel und kann dann quasi das Ganze hier abfischen, weißt du? Das habe ich so gedacht. Na gut, dann würde ich sagen, kaufen wir uns erstmal die Dreierangel, also die gute Angel, weil wir die Silberfische haben wollen. Oder ich will erstmal die Silberfische haben. Das machen wir dann erstmal. Dann kaufen wir uns mal die und einen Stahlköder. Okay. Zack. Können wir gleich mal ausprobieren. Wenn wir dürfen. Vielleicht haben wir Glück, dass wir gleich schon gute Fische rauskriegen. Silberfische habe ich in der... habe ich in der Küche. Nee, ich denke nicht. Nee. Ist ja auch nichts dran. Nee. So, jetzt ist natürlich die Frage, was nimmt der jetzt für eine... Stahlköder? Warte mal. Nein. Nein, 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 nein. Achso, die muss ich ja hier auswählen, ne? Einfache Angel, gute Angel, da muss ich die auswählen. So, jetzt muss das funktionieren. Habe ich ganz vergessen, dass ich das noch switchen muss. Ach, jetzt habe ich den... Ach, jetzt habe ich schon wieder was vergessen, ich Trottel. Ekelhaft. Deswegen waren die Werte auch so schlecht. Warte mal, dann ändern wir das gleich. Dann ändern wir das gleich. Dann machen wir hier gleich mal den Stahlköder. So. Blub. Bug. Weiß ich doch. Okay. Ach du Scheiße. Alter, das geht mir ja voll auf den... Also war ein fickriger Fisch da. Ja, sauber. Aber trotzdem nur eine Sardine. Oh, eine bronzene Sardine. So, Stahlköder. So, der Stahlköder nutze ich hier ab wahrscheinlich, ne? Da ist auch unten so ein grüner Balken, alles klar. Dann versuchen wir es da hinten nochmal. Was für ein fickriger Fisch, ist ja unglaublich. Das war doof. Nochmal. Das war nicht gut. Nochmal. Kommt er jetzt automatisch oder? Ach, bei dem muss ich auch noch zweimal drücken. Okay, verstehe jetzt.
Ah, ich krieg da irgendwie kriegen. Ah. Komm schon. Ah, du Mistfisch, weißt du, du gehst mir echt auf den Keks. Na komm, ah, sehr gut. Ah, Silberfisch. Thunfisch. Sehr gut. Sehr gut. Den brauchen wir nämlich natürlich dann nachher, oder dessen Fischfilet brauchen wir nicht nachher, für den Kerl Oma. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Ah, Mensch. So, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Machen wir den 76er noch. Vielleicht kriegen wir da noch was ordentliches raus. Dann reicht es aber auch mit Angeln, weil ich glaube, das ja, wird sonst schwierig, wenn hier die ganze Zeit rumangeln. Das wird, glaube ich, ein bisschen nervig. Ah, du springst doch sofort an gleich. Hin und her, weißt du? Dieses Hin und Her bei diesen komischen Fischen. Kein Geduld mehr für so einen Kram. Ich will gar nicht erst mal wissen, wie das nachher mit den goldenen Fischen ist. Ich will doch nur diesen einen Fisch noch. Ja, komm, komm. Ja, sauber. Was? Und den kriegen wir nicht? Oh, den können wir nicht mitnehmen. Nein! Ich muss hier irgendwas wegwerfen. Die Biene wäre schade drum. Wir ziehen uns mal die Äpfel rein. Das ist 3. Boah, lass mal alle Äpfel weg von deinem Sopp. Siehst du, ein silberner Lachs. Hat sich's doch gelohnt. Gut, reicht auch erstmal. Wollen wir noch ein paar Motten mitnehmen? Wir können es natürlich mal versuchen. Aber wir sind voll. Gut, hat sich erledigt. Gut, also notieren wir brauchen auf jeden Fall 3 verschiedene Angeln für 3 verschiedene Opfer, sozusagen. Da wir aber jetzt aber erstmal von der Sache her erstmal nur die silbernen brauchen, bleiben wir, glaube ich, erstmal bei der zweiten Angel. So wie ich es halt jetzt schon gespielt habe, das müsste eigentlich reichen. Und wenn wir nachher goldene Fische brauchen, dann holen wir uns eben halt eine goldene Angel. Wollen wir es aber nicht übertreiben. So, handeln. Das verkaufen wir mal wieder schön. Zack. Hast du noch, was ich brauchen kann? Irgendwas? Nein, ich verkaufen kann ich ihm leider auch nichts. Na gut, vielleicht kriegen wir zu Hause noch irgendwas angebaut, beziehungsweise irgendwas gecraftet und gekocht. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Technologie. Holzfäller. Schwingst die Jagd wie ein kein zweiter Baum. Außerdem kannst du mehr Brennholz und Keile aus Holz. Also okay, das sollte man vielleicht dann auch schon mal zeitnah machen. Aufbaustand. Was ist das denn? Aufbaustand? Holzkonstruktion. Gefertigt an Werkbank für Holz. Aufbaustand. Werkbank für Holz 2. Holzarbeit. Huch, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Na gut, da hätten wir sowieso nicht einlösen können, aber trotzdem muss ja nicht sein. Essen, da haben wir sonst erstmal nichts freigeschaltet. Gut, hier Fisch. Fischsuppe könnte man natürlich machen. Fischstäbchen, also Fischnuggets.
Und gebratener Fisch, das könnte man auch noch alles fertig machen. Schwert. Ein Schwert könnte man sich auch nochmal angucken, aber brauchen wir noch einen Amboss? Ah, Amboss haben wir ja dafür. Amboss haben wir ja. Vielleicht nochmal ein besseres Schwert. Besseres Schwert. Oh, hier kriegen wir schon mal ein Stahlschwert. Ah, okay. Dünger wollte ich geguckt haben. Dünger wollte ich eigentlich freischalten. El Dünger. So. Hier haben wir schon dieses bronzene Filet. Ich muss hier eigentlich noch mal mehr Kisten bauen. Hier mal. Oh, der Köder ist schon fast im Moos. Mir auch nicht so witzig. Aber gut, ist egal. Wir packen jetzt erstmal die Angeln erstmal weg. Also ein bisschen Platz haben hier. Da können wir nochmal hier Kisten bauen. Was brauchen wir für Kisten? Nägel, unsäglich Holzbretter, ne? Die ganz normalen Standard-Holzbretter, Eisenstücke und Nägel. Eisenstücke, normale Holzbretter, Nägel. So, weißes Fischfilet. Blaues Fischfilet, guck. Okay. Vier Stück wollte er, glaube ich, haben, ne? Viermal silbernes. Bin mir gerade mal gar nicht so sicher. Wir hatten doch Thunfisch. Blaues. Okay. So, was haben wir jetzt alles? Wir haben jetzt einmal das weiße Fischfilet, wir haben einmal blaues Fischfilet, wir haben gutes Fischfilet und wir haben nochmal anderes gutes Fischfilet mit einmal in Bronze und einmal in Silber. Aber er wollte ja oben silbernes Fischfilet haben. Also wir brauchen tatsächlich silbernes Fischfilet. Das bringt uns also momentan so nichts. Mal gucken. So, hier war alles voll, ne? Gut, dann gehen wir wieder runter. Dann können wir uns auch da das Fischfilet reinpacken. Oder auch nicht. Dann halt doch wieder hier rein. Dann müssen wir jetzt mal unten erstmal ein paar Kisten bauen, glaube ich. So, packen wir uns erstmal hier das Fischfilet rein. Auch mal den Frosch. Bis wir keinen Platz mehr haben. So, fertig. Bäh. So, dann brauchen wir jetzt Nägel, die normalen Holzbretter. Nägel, die brauchen wir und die normalen Holzbretter. Dann müsste ich da ja zwei Kisten draus craften können. So. Ach, wie kann ich die noch drehen? Mist. Packen wir die hier hin. Und uns fehlen noch ein paar Nägel. Ein paar Nägel und davon ein paar. Auch gleich mal nach dem Schwert gucken hier. Dafür Hanfseile. Hanfseile müssen wir auch noch mal herstellen. Aber wir haben ja auch genug Hanf da. Also müssen wir eigentlich Hanf. Müsste das eigentlich reichen? Komplexe Eisenstücke 4. Haben wir da noch was liegen? Komplexe Eisenstücke 4. Nee, haben wir nichts. Müssen wir herstellen. Hanf. Hanf.
Hanfseile. Und mal kurz überlegen, wie kann ich jetzt Hanfseile herstellen? Eine Werkbank wahrscheinlich nicht, ne? Das würde, glaube ich, keinen Sinn machen. Politurpaste. Eisenmeißel. Habe ich auch noch nicht hergestellt. Mir fehlen noch so viele Sachen hier. Weißt du was? Vielleicht stellt man das hier hin, naja. Da an der Bank. Glaube ich zwar nicht, aber kann man ja ausprobieren. Leeres Beetkiste, Komposthaufen. Hanfseil. Oder muss ich das erst lernen? Es kann auch sein, dass ich es vielleicht erst lernen muss. Hanfseil, Meißel, Stahl. Anatomie 2. Nee, das ist auch nix. Nüscht. Hier vielleicht. Das wollen wir auch noch freischalten. Einfacher Dünger werden wir mal freischalten gleich. Wollten wir eh machen. Bienenfreund, Verdauung. Weinerzeugung, starker Alkohol. Komplex. Schmiedekunst. Ja, aber da wird auch das Hanfseil nicht bei sein. Hier vielleicht. Hanfseil. Es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, Hanfseil selber herzustellen. Hanfseil kannst du schon. Okay. Da muss ich doch mal genauer hingucken. Ich habe das nämlich hier nämlich nicht gesehen, Hanfseil. Im Keller von der Kirche, okay. Hast du dir roten, was? Hast du die roten Flaschen bei Verdauung erkannt? Waren das nicht dieselben, die du im Dungeon gefunden hast? Kann gut sein. Also ich schätze mal auch, dass es vielleicht einfach Wein gewesen ist. Dass es einfach Weinflaschen gewesen sind. Gut, also Keller von der Kirche. Keller von der Kirche. Keller von der Kirche. Nochmal kurz hier nochmal rein. Das war nur Papieren, okay, alles. Nee, Hanfseil hier, alles klar. 5-mal Hanfseil, mal stellen wir gleich 10 her, was soll's. Was haben wir hier noch? Kerze können wir noch machen. So. Oder nee, warte mal, es gibt ja auch noch zwei verschiedene. Es gibt ja einmal Wein. Es gibt ja einmal Wein und es gibt ja Verdauung. Es gibt ja einmal Weinlese. Da, es gibt einmal Rotwein, dann gibt es noch eben Flasche mit vergorenem Beerensaft und dann gibt es noch mit vergorenem Apfelsaft. Das gibt es ja auch noch. Starker Alkohol. Aber es wird wahrscheinlich eher Wein gewesen sein. Oder das, nee, das kann natürlich schon vergorener Beerensaft gewesen sein. Das stimmt schon, ja. Das ist richtig. Brauerei. Rauplatz. Ah, da müssen wir auch noch. Ach, wir müssen so vieles noch. Wir müssen noch echt so vieles müssen wir noch machen. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft ist das. Komplexe Stücke, ne? 4 davon. Okay. Die sehen gleich aus. Na, ich weiß nicht. Also das Wein, also zumindest bei mir stellt sich das so dar, dass Wein ein Ticken dunkler ist als der Beerensaft. Aber gut, das ist persönliches Empfinden. Es kann auch sein, dass ich mich da täusche.
So, Axt 1, Spitzhacke. So, dann machen wir natürlich noch uns noch das Schwert fertig. Was natürlich nicht mehr fertig wird, weil wir erstmal pennen müssen.